Wenn Sie mit dem Entity Framework arbeiten möchten, dann stehen Ihnen vier verschiedene Arbeitsweisen zur Verfügung. Die erste nennt sich Database First oder wie es hier steht, Entity Framework Designer aus Datenbank. Das bedeutet, dass Sie eine existierende Datenbank haben und aus dieser ein Modell generieren lassen. Dieses Modell wird dann mit der Hilfe von Metadaten, einer sogenannten EDMX-Datei, beschrieben. Sie können auch mit einem komplett leeren Modell auf einer Designoberfläche starten. Hier liegt wieder eine EDMX-Metadatendatei dahinter und im Endeffekt sieht das Ganze wie folgt aus. Sie haben eine Oberfläche, auf die Sie verschiedene Elemente ziehen können und später wird auf der einen Seite die Datenbank, auf der anderen Seite der Code generiert. Im Database-First-Fall übrigens wird einfach neben dem Modell auch Code noch für Sie generiert, also Zugriffsklassen. Heutzutage empfohlen für neue Projekte ist der Code-First-Ansatz. Hier gibt es zwei Varianten. Einmal das leere Code-First-Modell. Und das bedeutet, dass Sie in einer neuen Anwendung zum Beispiel Ihr Modell zuerst schreiben, also ganz normale Domain-Klassen ohne Abhängigkeiten an eine entsprechende Datenbank und anschließend einen Kontext erzeugen. Dieser Kontext ist dann dafür zuständig, die Daten mit der Datenbank abzugleichen. Wenn Sie schon eine bestehende Datenbank haben, dann können Sie auch Code First aus Datenbank wählen. Das bedeutet, dass Ihnen einfache Modellklassen ohne Abhängigkeiten gegen diese bestimmte Datenbank erzeugt werden aus einer existierenden Datenbank. Eine EDMX-Metadatendatei gibt es in diesem Fall nicht. Für neue Projekte empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, entweder Code First zu wählen, also leeres Code First Modell für den Fall, dass Sie ein ganz, ganz neues Projekt ohne existierende Datenbank haben, oder aber Code First aus Datenbank für den Fall, dass Sie ein neues Projekt starten, aber schon eine existierende Datenbank dahinter haben. In diesen Wizard, den ich Ihnen hier gerade zeige, kommen Sie übrigens wie folgt. Ich habe in einem bestehenden Projekt mit der rechten Maustaste auf einen Ordner geklickt und hier hinzufügen, neues Element gewählt. Anschließend den Eintrag ADO.NET Entity Data Model und nun hinzufügen. Und hier sehen Sie den eben gezeigten Dialog.